Hi, ich bin Enrico und ich erforsche im Rahmen meiner Promotion, wie ein Pilz Menschen krank machen kann. Hier am Beutenberg Campus in Jena befindet sich das wichtigste Zentrum Deutschlands zur Erforschung infektiöser Pilzkrankheiten mit zahlreichen beteiligten Instituten und Forschungsgruppen. Teil dieser Einrichtung ist das Zentrum für Innovationskompetenz Septomics. Es fungiert als interdisziplinäres Forschungszentrum mit Beteiligung der Universität Jena, des Uniklinikums und des Hans-Knoll-Instituts als Teil der Leibniz-Gemeinschaft. The Center for Innovation Competence Septomics hosts under one roof basic, clinical, and translational research. The group of host-fungal interfaces focuses on basic research. This is commonly to look at cellular level in trying to answer one common question: how to diagnose better and treat sepsis. In erster Linie verbinden viele Leute mit Pilzen wahrscheinlich eher so etwas wie Brotschimmel, Speisepilze oder Bäckerhefe. Dabei kommen sie jedoch nahezu in jedem Lebensraum vor und sind von elementarer Bedeutung beim Stoffkreislauf in der Natur. Darüber hinaus liefern sie viele wichtige, vom Menschen nutzbare Stoffe, wie als berühmtestes Beispiel das Penicillin. Einige dieser Arten liegen eng verbunden mit dem Menschen und sind Bestandteil seiner natürlichen Mikrobiota im Darm oder auf anderen Schleimhäuten. Der größte Teil dieser Mitbewohner ist für den Menschen jedoch harmlos, nur ein knappes Dutzend sorgt regelmäßig für Infektionen. Ebenfalls Bestandteil dieses Mikrobioms ist der Pilz Candida albicans. Normalerweise ein eher harmloser Mitbewohner, ist er in der Lage, oberflächliche Infektionen in der Mundhöhle oder der Vagina auszulösen. Diese sind jedoch gut behandelbar und in der Regel eher unangenehm als wirklich lebensbedrohlich. Wesentlich schwerwiegender sind vom Pilz ausgelöste systemische Effekte, bei denen es nicht selten zu einer Sepsis und oftmals auch zum Tod des Betroffenen kommen kann. Hat der Pilz die erste Hürde genommen und ist in tiefere Gewebeschichten eingedrungen oder hat unseren Blutstrom erreicht, wird er von unserem Immunsystem natürlich als Eindringling erkannt und auch als solcher bekämpft. Jedoch verfügt der Pilz über Mechanismen, diesem zu entgehen. Zu sehen sind hier Zellen des Immunsystems, die die Hefezellen in grün erkennen und aufnehmen, um sie abzutöten. Dies kann der Pilz jedoch verhindern, indem die Hefezelle mit der Bildung von Hyphen beginnt und somit aus der Immunzelle auswächst und diese dabei zerstört. Ein weiteres klinisches Problem ist die Bildung von Biofilmen auf Venenkathetern oder Herzklappen. Es ist ihm somit möglich, sich an die verschiedensten Bedingungen in den einzelnen Nischen unseres Körpers anzupassen und diese zu besiedeln. Dementsprechend verwende ich in der alltäglichen Arbeit zahlreiche molekularbiologische Verfahren, die Rückschlüsse auf die Funktionsweise solcher Faktoren zulassen. Meine tägliche Arbeit umfasst die Herstellung von Pilzmutanten, denen gewisse Gene oder Regulatoren fehlen. Durch eine Charakterisierung solcher Mutanten und die Beobachtung von deren Verhalten in verschiedenen Bedingungen kann ich dann Rückschlüsse auf die Funktion der ausgeschalteten Gene ziehen. Außerdem umfasst meine Arbeit die Isolation, Vervielfältigung und Sequenzierung von DNA, um weitere Einblicke in die Regulation von Genen des Pilzes zu erhalten. Da der Gegenstand unserer Forschung sehr klein ist, spielt natürlich auch die Mikroskopie eine wichtige Rolle in meinem Arbeitsalltag. So ist eine durchschnittliche Hefezelle nur ungefähr 5 bis 10 Mikrometer groß, was ungefähr 10 bis 20 mal kleiner als der Durchmesser eines Haares ist. Mittels solcher mikroskopischer Verfahren ist es uns vor allem möglich, die Interaktion des Pilzes mit menschlichen Immunzellen oder ein Wachstumsverhalten in verschiedenen Bedingungen zu beobachten. Was mich an meiner Arbeit reizt, ist die Herausforderung, sich in sehr kleinteilige und komplexe Sachverhalte hineinzudenken und versuchen, diese zu verstehen. Das ist in etwa so, als würde man versuchen, ein Puzzle zu lösen, bei dem man die einzelnen Teile nicht sehen kann. Außerdem schätze ich sehr die Möglichkeiten zum selbstständigen und flexiblen Arbeiten, bei dem man außerdem immer die Möglichkeit hat, zu versuchen, eigene Vorstellungen einzubringen und zu verwirklichen. Das Ziel unserer Grundlagenforschung ist es nun, die Abläufe und Prozesse im Pilz zu verstehen, die im direkten Zusammenhang mit seiner Fähigkeit, Krankheiten auszulösen, stehen. Durch ein möglichst umfassendes Verständnis hoffen wir, neue Wege für therapeutische und diagnostische Ansätze zu finden, die bei der Bekämpfung von Pilzinfektionen helfen können. Was ich mir von meinem Projekt erhoffe, ist letzten Endes meinen Beitrag zur Lösung eines großen Puzzles zu leisten und herauszufinden, wie der Pilz an verschiedene Umweltbedingungen sich anpassen kann, wie er auf komplexe Mechanismen reagieren kann und so idealerweise meinen Beitrag zu leisten für die Erforschung neuer hilfreicher Medikamente. Das ist es im Endeffekt, was mich motiviert.